herzlich willkommen, grüezi, hier bei Jugendhakt in Schaffhausen 2019. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid und begrüßen euch recht herzlich bei unserer Abschlusspräsentation. Wir, das sind ich, Satya und Dominik, genau. Und wir sind hier auf dem Gelände von dem Hackerspace Unwiderstens. Wir dürfen hier schon das zweite Jahr Jugendhakt Schweiz machen. Und darum ist seit den letzten 40 Stunden ungefähr, sind wir hier am Hacken, Coden, Basteln, Gemeinschaft genießen, essen, gutes Essen essen und einfach Zeit miteinander verbringen, wenig schlafen teilweise. Genau, und für den heutigen Event, wenn irgendjemand am Tweeten ist oder so, wie ihr seht, wir haben hier die Hashtags, benutzt die doch, dann findet ihr alle Tweets gleich wieder. Genau. Ansonsten wirst du weiter. Genau, zu eurer Information noch ein paar andere, weitere allgemeine Hinweise. Wir zeichnen diese Abschlusspräsentation auf. Wir streamen das heute nicht live, aber wir werden in den nächsten Wochen das Video zusammenschneiden und schnipseln und es auf YouTube bzw. MediaCCC veröffentlichen. So könnt ihr das alles nochmal im Nachgang wiederholt sehen. Da ist dann auch wichtig, dass wir unsere TeilnehmerInnen auch immer fragen, ob sie mitgefilmt werden möchten. Jeder hat das Recht, über sein Bild und seine Verwendung selbst zu entscheiden, genauso wie die Eltern. Das heißt, wir haben einige Jugendliche, die das nicht möchten, beziehungsweise die Eltern. Und diese werden dort auf der linken Seite stehen und nicht mitgefilmt werden. Und ich bitte euch im Publikum, auch keine Fotos von diesen Jugendlichen zu machen und vor allen Dingen sie auch nicht zu veröffentlichen. Dazu halten wir dann in den Augenblicken immer ein No-Foto-Schild hoch und wir werden das nochmal kurz vor den Projekten direkt nochmal ansprechen, sodass ihr Bescheid wisst und euch das nicht merken müsst. Gut, dann geht es jetzt los! Die Hackathons können nicht stattfinden ohne die Unterstützung der ehrenamtlichen und ehrenamtlichen Damen, die wir in Deutschland, Österreich und Schweiz immer wieder mit haben. Ja, wir sind an einer Bahnstrecke. Deswegen haben wir auch das Mikrofon eigentlich eingerichtet. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich hier in das Team hinein bedanken. Steht doch gerne alle einmal auf, die sich hier als Ehrenamtliche die letzten zwei Tage rundgetan haben. Das ist nämlich euer Applaus. Und dazu gehören Patrick, Marianne, Toni, Leandra, Reto, Rotzner, Henning, Jörg, Stefan, Marco, Lukas, Manuel, Christa und Johannes. Danke, ihr seid super. Dazu gehörten jetzt Helferinnen und Mentorinnen und gleichzeitig auch die Menschen, die hier die Orga gemacht haben. Zum Beispiel unsere super Küche, die wir die letzten zwei Tage hatten. Das Ganze geht aber auch nicht ganz ohne Finanzen. Wir haben da wirklich coole Partner und Förderer. Ein Partner ist, wie schon erwähnt, Unwiderstens. Wir dürfen hier gratis auf dem Gelände sein, können die ganze Infrastruktur nutzen von dem Hackerspace, was ziemlich cool ist. Nyanjas ist der Partnerverein, die eigentlich verantwortlich sind, dass Jugendhakt Schweiz in der Schweiz ist. Und unseren Förderer, das ist Mikrokulturprozent, die das Ganze auch mitfördern, was wir sehr cool finden und danken möchten. Verhalten. Und wer bisher noch gar nicht so genau weiß, was Jugendhakt eigentlich ist und eigentlich nur die Unterschrift für den Jugendlichen gegeben hat, dem erzähle ich gleich gerne nochmal, was wir eigentlich tun. Genau, Jugendhakt ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade, ein Verein für Medienbildung in Berlin. Und wir sind ein gemeinnütziges, überregionales Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche. Wir bieten die Hackathons mittlerweile in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich an. Wir richten uns mit unserem Programm an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren und möchten insbesondere Mädchen fördern, da diese in der Tech-Entwicklerszene noch nicht ganz so stark vertreten sind. Und wir möchten mit unserem Programm junge Talente
ermutigen, mit Code die Welt zu verbessern. Um das Ganze immer wieder griffig zu halten, haben wir jedes Jahr ein Schwerpunktthema, nachdem die Projektideen ausgerichtet sein können. Für 2019 haben wir uns entschieden, mit Code die Umwelt zu verbessern. Wir möchten damit auf die Klimakrise und unseren Handlungszwang aufmerksam machen und stehen voll und ganz hinter der Fridays for Future-Bewegung, die von jungen Menschen gemacht worden ist und uns eigentlich als Erwachsenen zeigen sollte, wie wir uns im Moment gegen die aktuelle Nicht-Politik in Richtung Klima und nachhaltiger Entwicklung auch in der digitalen Welt richten. Deswegen lautet unser Motto dieses Jahr mit Code die Umwelt verbessern. Ja, genau. Jetzt sind wir aber hier in Schaffhausen. Und was haben wir, oder in Beringen, was haben wir hier jetzt gemacht? Die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind angekommen hier im Space. Wir haben uns eingerichtet, mehr oder weniger, haben den Space mal ein bisschen erkundet, was es so gibt. 3D-Drucker und Lasercutter und ein Baumhaus, was schon das erste Mal jetzt hier steht. Und das wurde auch fleißig genutzt. Genau, haben wir uns ein bisschen kennengelernt, haben ein paar Kennenlernspiele gemacht, die aber cool sind, weil wir Jugendhackt sind. Dann durften wir eine Keynote hören von dem Jörg, genau, über das Thema Open Data. Also was gibt es für offene Daten, wie können wir die nutzen, was können wir mit denen anfangen, was ziemlich spannend war. Anschließend gab es eigentlich ein Brainstorming, wo die Teilnehmer eigentlich dann zusammen Ideen gesucht haben für Projekte. Den Rest, der nicht verwendet wurde, seht ihr noch hier. Und die restlichen 7 Projekte, die dann eigentlich umgesetzt wurden jetzt an diesem Wochenende, die seht ihr nachher. Genau, das sind 11 Ideen. Total sind zusammengekommen. 7 Projekte werden wir eben nachher sehen. Anschließend gab es das Coden, Hacken, Basteln, Rumexperimentieren, sich nerven, sich freuen, wieder wenig schlafen teilweise. Und das war dann die Arbeitsphase. Und was daraus entstanden ist, das werden wir gleich sehen.